das, was man so sieht und hört, die Symbole, die Bilder, die Gespräche auf Social Media, Podcasts und so weiter, vor Lust und Erotik, Leidenschaft nur so trieft, absolut oversexed ist, ist das Individuum selber komplett underfucked. Starke Auswirkungen, was die Pornografie angeht, beobachten kann. Jegliche Form von Sexualität und von Sex in eine um einen Partner erweiterte Masturbation verwandelt. Der Gedanke, dass Pornografie deswegen so gefährlich sei, weil sie falsche Erwartungen impliziert, die dann im Realleben nicht mehr befriedigt werden können, der ist sehr, sehr naiv, weil er absolut verkennt, dass diese zunehmende Zahl von Pornokonsumenten und auch Pornosüchtigen vielmehr ein Ausdruck, ein Symptom von einer deutlich tiefer liegenden Dynamik ist, die wiederum fälschlicherweise als sehr positiv betrachtet wird. Denn diese bekennende Form der Sexualität, also dass sich jetzt jeder dazu aufgerufen fühlt, über seine tiefsten Wünsche, Bedürfnisse und was er sonst so geil findet, zu sprechen, sich dazu zu bekennen und das Ganze auch mit anderen zu teilen, die wird ja allgemein als so ein Befreiungsakt zelebriert. Also es gibt keine Tabus mehr, Sexualität ist jetzt frei und so weiter. Deswegen handelt jetzt auch jedes zweite Instagram-Reel davon, was man so geil findet, wie man gerne gefickt wird. Aber ironischerweise passiert genau das immer weniger. Denn während der öffentliche Raum, also das, was man so sieht und hört, die Symbole, die Bilder, die Gespräche auf Social Media, Podcasts und so weiter, vor Lust und Erotik, Leidenschaft nur so trieft, absolut oversexed ist, ist das Individuum selber komplett underfucked. Das heißt, der private Raum und der Sex, der da passieren sollte, insofern überhaupt noch passiert, wird immer trockener. Und das ist der wahre Einfluss der Pornografie. Nicht, dass sie falsche Erwartungen impliziert, sondern dass sie das Individuum mehr und mehr dazu treibt, Sexualität als eine Form der um einen Partner erweiterten Masturbation zu betrachten. Es geht gar nicht mehr darum, zu sehen, wo die Reise einfach hingeht gemeinsam, sondern da man jetzt genau weiß, wer man ist, auch sexuell, was man gut findet, welche Vorlieben und Bedürfnisse man hat, sucht man nur nach einem Partner, nach einem Objekt im Prinzip, der diese Bedürfnisse befriedigt. So, dadurch hat man ganz oft das, was Viktor Frankl Masturbation am Partner genannt hat. Es ist überhaupt nichts Transzendentales, Neues, Erschaffenes, Zerstörendes, was Sexualität oder die sexuelle Energie eigentlich immanent hat, sondern ist so ein absolut moderater, trockener Akt, der nur noch dafür da ist, diesen letzten Rest von Begierde zu befriedigen, aber auf der anderen Seite auch derart abschreckend wirkt, weil er eben so unmenschlich, so unpersönlich, so ungebunden ist, dass man sich danach gerne und guten Gewissens von der Sexualität und der Verbindung wieder entfernt. Und ja, das ist, finde ich, eine sehr, sehr starke Auswirkung, die man da, was die Sexualität, was die Pornografie angeht, beobachten kann, die aber, wie gesagt, nicht darin liegt, dass es falsche Erwartungen impliziert, sondern vielmehr jegliche Form von Sexualität und von Sex in eine um einen Partner erweiterte Masturbation verwandelt. Ganz, ganz schwierige Dynamik, die unter anderem dadurch kaschiert wird, dass eben so viel über die angeblichen Risiken von Pornografie und dieser Aufklärungsmentalität gesprochen wird. Und zwar, dass man sich bloß keine falschen Vorstellungen davon macht. Als ob sich irgendein Idiot glauben würde, Pornografie sei der echte Sex. Ich meine, das passiert ja auf einem Bildschirm so. Wie jeder weiß, dass das nicht echt ist. Aber genau dadurch, dass jeder weiß, dass es nicht echt ist, dass Pornografie immer so einen lächerlichen Aspekt hat. Auch deswegen haben die auch immer so bescheuerte Einleitungen, wie ein Klempner, der noch ein zweites Rohr verlegen muss. So, damit auch jeder Idiot versteht, dass das jetzt hier nicht echt ist. Dadurch aber, dass jeder weiß, es ist nicht echt, aber trotzdem wohlwissend und in Anführungsstrichen guten Gewissens seine Libido, seine Sexualenergie auf einen sterilen, künstlichen Objekt leitet, entsteht diese Tendenz, dass man immer mehr von seiner Lust, von seiner Energie nicht dazu benutzt, sich mit einem Menschen wirklich zu verbinden, sondern eben einfach nur noch ein vorgegebenes Objekt sucht, was zu einem passt, woran man sich dann ein bisschen befriedigen kann, damit die Reise oder das Leben danach weitergeht. Das ist definitiv eine sehr, sehr schwierige Tendenz, dass Pornografie oder eben diese sehr, sehr festgefahrene Form von Sex, das ist, was bei dem Individuum vorherrscht, dass sich durch die Sexualität nichts Neues mehr erzeugt, sondern die ganze Zeit nur noch irgendwie am Partner oder am PC masturbiert wird, ist definitiv ein Punkt, an dem man sich mal überlegen sollte, ob man nicht mal eine Zeit lang auf das ganze Porno-Gedöns verzichtet, weil wirklich entstehen und wirklich bekommen tut man davon relativ wenig. Man verliert eher etwas, man entledigt sich seiner Lust, seiner überschüssigen Energie, mit der man nicht weiß, wo man sonst so hin will.
was man sonst damit machen will, aber es ist so oder so im Endeffekt absolut verschwendete Energie und auch noch falsch investiert, weil der Preis dafür, sich an diese Form der Sexualität in Anführungsstrichen zu gewöhnen, ist sehr, sehr hoch, weil da natürlich eine absolute Entfremdung von sich selbst und von anderen Menschen impliziert. Diese Sexualenergie ist eigentlich dafür da, dass man sich verbindet, dass man sich auch gebunden fühlt. Das ist genau das, was einen aus der Verbindung mit der Mutter herausführt. Deswegen auch natürlich das Inzest-Tabu, dass man mit deiner Mutter und mit deiner Familie macht man das nicht. Sexualenergie, das ist das, was dich aus der Familie herausführt und dich dazu ermöglicht oder dafür befähigen soll, neue Verbindungen, gesunde Verbindungen aufzubauen. Aber wenn man diese Energie eben nicht dafür nutzt, sondern einfach nur in irgendein Taschentuch schießt und sich dabei komische Videos anguckt, dann bleibt genau dieser Teil absolut offen. Und diese Entfremdung, die entsteht dadurch, dass man nun mal jetzt erwachsen ist und nicht mehr in der Familie so stark gebunden, diese Entfremdung, die wird dann so stark spürbar, dass sich daraus wiederum ganz, ganz starke Symptome ergeben. Ansonsten hoffe ich, das Video hat dir auch sonst irgendwelche Denkansätze gegeben. Und freue mich auf das nächste. Liebe Grüße.